Guten Tag, liebe Hörer. Wir haben den 26. März 2023 und wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, ist eine Stunde weg. Sie ist gestrichen, ausgefallen. Sie hat nicht stattgefunden. In diesen 60 Minuten ist nichts passiert. Es hat diese Stunde einfach nicht gegeben. Okay, die Stunde ist nicht weg, sie ist nur woanders und überdies bekommen wir sie ja im Herbst zurück. Aber komisch ist es schon, wie der Staat mit Uhren und Kalenderzwang tief in unser Leben, in unsere Befindlichkeit eingreift. Nun ist die Sache mit der Stunde eine Lappalie verglichen mit den Zwängen, die wir in den letzten Jahren kennenlernen durften. Ausgangssperre, Maskenzwang, Verbot, die eigenen Eltern zu besuchen, Verpflichtung, sich mit einer Nadel stechen und eine toxische Substanz in den Körper spritzen zu lassen, Androhung von Bußgeld und Beugehaft, wenn man sich der Stecherei verweigert. So wurden die bürgerlichen Freiheitsrechte einfach einkassiert. Nicht für 60 Minuten, sondern für 3 Jahre und vielleicht noch mehr. Und in den Medien kein Aufschrei, kein Protest, kein Widerstand. Es gab zwar Haltung und Kampagne, aber nur für die Maßnahmen und gegen die Gegner, die Zweifler, die Warner. Gegen die gab es Hass und Hetze en masse. Und jetzt kommen die Heuchler in denselben Medien mit hübschen Distanzierungen um die Ecke. Man hätte vielleicht kritischer berichten sollen. Es sei doch vieles unklar und manches sogar falsch gewesen an dem täglichen Trommelfeuer der Regierungspropaganda. Und dafür, für diese freche Vertuschung des eigenen Verschuldens, müssen wir alle die Rundfunkzwangsgebühr bezahlen. 18,36 Euro monatlich in Deutschland. Doch wie viel, liebe Hörer, ist Ihnen die Wahrheit wert? Wir bringen dem Kontrafunk täglich das, was Sie im Mainstream nicht zu hören bekommen. Das ist unser Beitrag zur Diversität. Ist Ihnen das auch 18,36 Euro oder einen ähnlichen Betrag in Schweizer Franken wert? Wenn ja, dann unterstützen Sie uns bitte freiwillig per Kreditkarte oder Banküberweisung. Die möglichen Zahlungswege stehen auf unserer Webseite kontrafunk.radio. Und jetzt begrüße ich die Berliner Immobilienmaklerin und Publizistin Silke Schröder, den Theologen, Bestsellerautor und ehemaligen Fernsehmoderator Peter Hane sowie den Leiter des deutschen Hauptstadtbüros des Kontrafunks, Frank Wahrlich. Hallo, ihr drei Berliner. Heute werden in Berlin schon wieder die Wahlurnen aufgestellt, denn Berlin soll klimaneutral werden, was immer das bedeutet. Und zwar soll die Klimaneutralität nicht erst 2045, sondern schon 2030 erreicht werden, also in 7 Jahren. Es ist ein sogenannter Volksentscheid, wobei 612.000 Ja-Stimmen von 2,4 Millionen Wahlberechtigten, das sind 25%, für den Erfolg ausreichen. Also gelebte Demokratie, Frank Wahrlich, da sind Sie doch sicher dafür, oder? Ja, für gelebte Demokratie eigentlich immer. Für diesen Volksentscheid allerdings nicht. Der ist bezahlt mit sehr viel amerikanischem Geld. Da gab es Großspender, die auch ein Interesse an, sagen wir, an ökologischen Entwicklung dieser Stadt haben, die schließlich unendlich mehr Geld einbezahlt haben als bei der letzten Landtagswahl, Wahl zum Abgeordnetenhaus, zum Beispiel eine Großpartei wie die CDU überhaupt verwenden konnte. Also wer da durch wessen Geld für wen trommelt bei dieser Abstimmung heute, das ist wirklich eine große Frage. Und wir sehen, da wird durch Interessen, die aus dem Ausland kommen, werden Wahlen in einer Stadt, in Berlin, das soll der Anfang sein, entschieden. Und da muss man mehr als Fragezeichen setzen. Demokratisch ist so eine Nummer mit solchen Klakören garantiert nicht. Und noch viel schlimmer ist ja die innere Einmischung, die zwar legitim ist, aber wenn die FDP zum Beispiel für diese Klimaneutralität wirbt mit großen Anzeigen, habe ich gestern im Tagesspiegel nochmal gelesen und in anderen Blättern, gut platziert und sehr teuer, und man dann plötzlich erkennt, hinter diesen FDP-Leuten stecken Lobbyisten der Solarindustrie und sowas alles, dann wird es einem schon schlecht. Also, dass es in dieser Frage keine klare politische Haltung der Parteien gibt, die erwartbar wäre, also von der FDP, erwarte ich zum Beispiel was anderes, kommt zu dieser ganzen Erschütterung noch dazu. Also man kann nur hoffen auf etwas Vernunft in Berlin, aber
Das hatten wir ja bei der Landtagswahl auch schon. Also jetzt hat Frank Weilich gesagt, da sind ausländische Geldgeber, die haben das Ganze mit angeschoben und die vielen, vielen Plakate, die man in der Stadt überall sieht, mitfinanziert. Silke Schröder, wussten Sie das von Anfang an oder sind das jetzt Geheimerkenntnisse, die erst nach und nach durchgesickert sind? Nein, das ist in der Tat den Medien geschuldet. Also ich habe das, glaube ich, der Bild-Zeitung entnehmen können, dass die Stiftung aus den USA, wie bezeichnenderweise der Utopia Foundation, ich meine, es ist ja auch ein utopisches Ziel, für das hier getrommelt wird, die Gelder entspringen, die dieses Unterfangen möglich machen sollen. Also insofern, da hat die Presselandschaft mal etwas funktioniert in Aufklärungsarbeit und Hintergrundinformationen. Und ich hoffe, dass diese Informationen auch möglichst viele Bürger erreicht. Denn nicht nur das Ziel, 2045 klimaneutral zu werden, sondern dieses hier sind ja fernab von allem, was realisierbar und vertretbar wäre. Aber auf der anderen Seite ist dann Berlin vielleicht nicht mehr arm, aber sexy, sondern arm und überhaupt nicht mehr funktionsfähig. Vielleicht ist das das Ziel, auf das hingearbeitet werden soll. Wir haben gestern hier in der Stadt jedenfalls schon viele, viele Demonstranten gesehen, die sich diesem utopischen Wolkenkuckucksheim Berlin klimaneutral 2030 gerne anschließen wollen. Was ist denn das Utopische daran? Was wollen die denn genau? Wir müssen es mal konkret durchgehen. Also Berlin soll 2030 so viel CO2 produzieren, wie es im Grunde wieder auch zurücknimmt. Das ist für 2045 ein politisches Ziel, kann man unter Umständen machen, vor allem deshalb, weil das ja noch weit weg ist. Dieses Volksbegehren, Volksabstimmung, wenn sie durchgehen würde, würde den Berliner Senat für die nächsten Jahre im Grunde binden, dass jede politische Entscheidung nur noch aufs Klima bezogen ist. Keine Sozialpolitik mehr, kein Schuldenabbau, keine das, was eine Stadt machen muss, Straßen bauen. Das würde alles nichts gehen, weil es müssten bis 2030 mehr als 110 Milliarden Euro dafür ausgegeben werden. Da knallen sicher in Bayern die Weißbierflaschenkorken. Das ist nicht finanzierbar. Und das, was diese Demonstranten und auch diese Rebellion Extinction und Klimakleber und was weiß ich das ja, das ist ja ein ganz illustrer Haufen von wirklich schrägen, unproduktiven Demonstranten. Was die fordern, ist im Grunde die Hardcore-Version von einer grünen Politik im Bund, die nach und nach umgesetzt werden soll. Und Berlin soll der Beginn sein. Aber lieber Frank Weilich, vielleicht will ja der Berliner Senat auch zeigen, dass er sehr geschichtsbewusst und gebildet ist. Wir wissen zwar nicht mehr, wer Bismarck ist, aber Silke Schröder hat das ja zu Recht gesagt, Utopia. Also Utopia hatte schon einmal einer vor zu gründen und der andere wollte Germania gründen. Das sind ja zwei Seiten derselben Medaille. Also man will ein ideales Vorzeigeprojekt für die ganze Welt haben. Ich erinnere mich an eine Talksendung Anfang Januar, da saß ich bei Servus TV einer Professorin gegenüber, die sich ganz auf die Seite der Klimakinder und Klebeterroristen schlug, eine ältere Frau. Sie war die Anführerin dieser 220 Klimawissenschaftler, sogenannten Wissenschaftler, die diese ganze Geschichte unterstützt. Und ich sag, was wollen Sie denn machen mit Ihrem winzigen Österreich weltweit? Und da sagt sie, ich weiß ja auch, dass das nichts bringt. Aber wir sind dann wenigstens Vorbild für die Welt und zeigen, wie das geht. Das Gleiche ist ja die Argumentation der Bundesregierung. Und das heißt dann im Ende, wir sind zwar völlig verarmt, aber wir sind Weltmeister von Moral. Also das ist ja auch eine Erfolgsgeschichte. Jetzt hat sich ja schon rumgesprochen, dass Berlin ein bisschen bekloppt ist. Aber Sie hatten vorhin gesagt, Frank Weilich, in Bayern würden vielleicht noch die Korken knallen. Auch darüber, dass da eben Berlin sich selbst ein Bein stellt. Aber der große Sprung nach vorn, den die da vorhaben, der wird ja vielleicht dann auch woanders stattfinden. Es ist ja nicht so, dass die Bayern nicht auch vielleicht so ein Ding durchziehen, oder? Ich glaube, da reichen die Mehrheiten nicht und auch man merkt, oder ich bin ja relativ oft und auch länger in Bayern, man merkt, dass da die Skepsis gegenüber Grünen und gegenüber
Großspeichern sehr, sehr stark ist und auch zunimmt. Das ist besonders auch ein Problem für die bayerische CSU, für die Wahlen, die am 8. Oktober in diesem Jahr stattfinden sollen. Ich glaube, die sind noch, die Regierung ist desorientiert und die Wähler wissen nicht, ob sie einem Söder, der sagt, nicht mit den Grünen, wir machen eine vernünftige Politik, ob man denen überhaupt glauben kann. Ich glaube, es gibt, oder ich meine zu spüren, dass es so eine große Unsicherheit der Wähler gibt, den zu Wählenden gegenüber, dass sich beide Seiten um so etwas wie Verständnis und Ehrlichkeit bemühen müssen. Und es könnte sein, aber das ist dann meine private Utopie, dass dieses große Hebelwerk der grünen Politik, was ja an allen Parteien zu finden ist, dass das keinen Ansatz findet oder immer schwerer irgendwo ansetzen kann, um diese Republik und nur diese Republik zu verändern. Peter Hane? Söder ist doch das große Beispiel. Das ist ja sozusagen das internationale Maß zum Messen von Opportunismus. Das heißt, wir haben eine durchgehende Verdummung des Volkes. Der Herr Söder stand da und sagte, ich trete sofort zurück, damals als, glaube ich, Finanz- und Umweltminister, wenn die Kernkraftwerke nicht heute abgeschaltet werden, also nach Fukushima. Er wollte ja Merkel überholen. Und nun plötzlich, fast, wenn ihr mich nicht wählt, dann werden die Kernkraftwerke nicht schnell wieder angeschaltet. Wir erleben also diesen dauernden Widerspruch, den die Bevölkerung kaum mehr wahrnimmt, weil ja die Themen viel zu schnell laufen. Und deswegen gehe ich mal an den Anfang der Sendung. Ich bin dankbar, dass es Kontrafunk gibt, wo Tag für Tag auch in den Nachrichten immer wieder daran erinnert wird, dass die, die heute am lautesten schreien, noch vor kurzer Zeit auf der Gegenseite standen. So, jetzt war von den Seitenwechseln die Rede und von den programmatischen Verwirrungen und Austäuschen, die da stattgefunden haben. Also niemand ist grüner als die CDU, obwohl man sich natürlich bei der Wahl dann schon überlegen sollte, lieber das Original als den Abklatsch. Auf der anderen Seite, jetzt um zurückzukommen zu diesem Berliner Klimadingens, da haben sich die Grünen ja auch nicht eindeutig positioniert. Es gibt auch Grüne, die halten dieses Vorhaben für unrealistisch. Irgendwo habe ich gelesen, das sei irrwitzig, hat, glaube ich, sogar der Spiegel geschrieben. Also was ist da los, dass die Grünen selber das irgendwie nicht gut finden? Silke Schröder. Ich würde da ergänzen wollen, ich meine, es gibt ja auch Grüne, die gegen das Gendern sind. Also das per se ist ja noch kein Zeichen von einsetzender Vernunft, sondern im Gegenteil, wir haben auf der einen Seite medial wirksame Repräsentanten dieser Partei, die natürlich eine ganz klare Linie repräsentieren dem Wählervolk und auch als Multiplikatoren für die jüngere Generation gegenüber. Und die ist eben Klimaschutz letztlich über alles zu stellen. Und was ich aber eben zu den vorherigen Kommentaren gerne noch ergänzen würde, ist, dass wir ja sehen, dass sich unsere Politiker, ob das jetzt Herr Söder ist oder ob das eben die Repräsentanten der Grünen sind, doch vor einen Karren spannen lassen und sich treiben lassen von Finanziers aus dem Ausland, von zeitgeistigen Strömungen, zu deren ausführenden Helfern sie sich letztlich machen. Das sind ja im Grunde genommen auch nicht Ideen, die jetzt Herrn Habeck selber entsprungen sind, sondern das sind eben Entwicklungen, die wir international, global auch sehen können und die von diesen eher kollektivistisch orientierten Parteien wie den Grünen umso dankbarer umgesetzt werden. Und das Gleiche ist ja auch auf EU-Ebene zu sehen in puncto Green Deal. Jetzt gibt es auch die Diskussion dort unter den Grünen. Das war ja jetzt eine der neueren Nachrichten, dass Habecks geplantes Verbot der Gas- und Ölheizung bei den Grünen zum Beispiel im EU-Umweltausschuss negativ vermutlich beschieden werden wird, weil dort das Verbot von F-Gasen, also von fluorierten Kältemitteln, diskutiert wird. Also insofern ist ja diese Partei zwar sicherlich auch gespalten in ihren Meinungen, aber sie wird ganz maßgeblich von einem Zeitgeist angetrieben, dem sie und eigentlich die anderen Parteien auch sich kaum glauben, widersetzen zu können. Und ich glaube, das ist das Hauptaugenmerk. Das ist eigentlich in unserer repräsentativen Demokratie weder auf deutscher noch auf EU-Ebene wirkliche Repräsentanten gibt, Politiker, die sich dem, was wir an global
initiierten und auch finanzierten Strömung gibt, widersetzen zu können. Also Kältemittel in Wärmepumpen, das ist ja genauso widersprüchlich wie all diese supergrünen Projekte in Norwegen oder irgendwo war es, dass Greta Thunberg ja mittlerweile sich auf die falsche Seite geschlagen hat und irgendwie hat sie sich auch für Atomkraft ausgesprochen, geht ja alles gar nicht. Auf der anderen Seite sind bei uns rings um die Windräder natürlich unglaubliche Umweltschäden zu verzeichnen und das alles im Namen des Umweltschutzes. Ganz großartig. Aber eine Frage jetzt mal, da wir mit dem plebiszitären Akt des Wählens, des Auswählens, des Abstimmens angefangen haben, dürfen eigentlich auch Hunde wählen? Also ich komme auf eine Meldung, die seltsamerweise nicht aus Berlin kommt. Man hätte es vermutet, ja. Aber sie kommt aus Detmold. Ich habe aber das Gefühl, dass es auch schon anderswo mal war. Nämlich, wenn man Hundesteuer bezahlt, dann darf man jetzt ankreuzen, was das Hunderl eigentlich ist. Ein Männchen oder ein Weibchen oder ein Diverschen. Und der Witz ist, lieber Burkhard Müller-Ulrich, dass diese vorbildliche Stadt ist der Nachbarwahlkreis von Friedrich Merz. Neuenrade heißt die Stadt im Sauerland, wird natürlich von der CDU dort regiert. Und die hat als erste, das ist ja immer das Modell, was man sehen muss, die Blaupause. Die sogenannten konservativen Parteien sind immer die schnellsten, hat diese Hundesteueranmeldung erfunden. Das war die erste Gemeinde letztes Jahr, die das D, also das Divers, da noch hin gemacht hat. Und nun ist es ausgerechnet meine Heimat, also Lipperland. Ich komme aus Ostwestfalen, direkt daneben. Und es ist ja aber die Heimat von Steinmeier. Also so passt das alles wieder, das Lipperland. Ist ja wunderbar repräsentiert, auch in Berlin. Die also auf die Idee kommen, die ganze Hundesteuergeschichte, aber auch die Benennung von Hunden, jetzt auch im Gender-Stil zu machen. Und ich kann nur sagen, die Idiotie, die wir uns gefallen lassen muss, die Blödheit bis hin zu kommunalen Behörden, ist so unfassbar. Aber ich muss auch sagen, was ich viel unfassbarer finde, ist das Schweigen des Volkes. Zumindest auf kommunaler Ebene muss man sehen, es gibt doch wichtigere Probleme. Es werden täglich Busse mit Flüchtlingen, sogenannten Flüchtlingen, in diese Orte gefahren, die irgendwie untergebracht werden müssen. Es wird das letzte Haus, die letzte Wohnung, das letzte Hotel gemietet. Es werden Alte aus ihren Wohnungen getrieben und aus den Pflegeheimen, vor allem von der Kirche, interessanterweise, um da Flüchtlinge unterzubringen, weil das natürlich eine Industrie ist, die viel Geld bringt. Also wir haben wahnsinnige Probleme und beschäftigen uns in Deutschland mit diversen Hunden und gendergerechter Hundesteueranmeldung. Das ist ja zum Verzweifeln. Ja, vielleicht gar nicht zum Verzweifeln, sondern wenn eine solche absurde Nummer eine Spitze erreicht, da kommen solche schrillen Sachen heraus und dann denke ich, weil ich ja eigentlich Optimist bin, ich bin derjenige, der jeden Tag einen Apfelbaum pflanzen würde, dass das bald ein Ende findet, weil das wird wie ja, politisches Kabarett, ja, absurd. Und auch wenn man diese ungebildeten, unwissenden Leute, wie jetzt bei Grün, aber auch bei der SPD hört, die erzählen von Welthandelskontrakten, von Globalisierung, von Energieerzeugung und die Leute haben weder eine Bildung noch eine Ausbildung und die Menschen hören denen zu. Ob eine Frau Thunberg eine Ehrendoktorwürde in Theologie bekommt, das ist auch wieder die Spitze wie die Hundesteuer. Und ich meine, lang geht diese Nummer nicht mehr gut, weil man geht durch eine völlig verrückt gewordene und verrückt werdende Republik, die an richtigen Dingen scheitert, die an Messerstichen ausblutet, die ihre Toleranz und ihre Gelassenheit verliert. Das ist kein angenehmes Leben mehr. Und wenn das richtig unangenehm wird, dann hoffe ich, Apfelbaum her, dass das Ganze kippt. Also zu den Hundchen, zu den diversen Hundchen gehört natürlich auch ein anderes Regierungsvorhaben. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen später darauf zurück. Da geht es um das Selbstbestimmungsgesetz. Aber vor dem Selbstbestimmungsgesetz geht es überhaupt erstmal um das Gesetz aller Gesetze. Und da sollten wir jetzt drauf kommen, nämlich eine Wahlrechtsänderung. Jetzt kann man natürlich sagen, Wahlrechtsänderung
ist überfällig. Also was heißt man? Auch das Verfassungsgericht hat das ja gesagt, hat es angeordnet, so geht's nicht weiter. Der Bundestag schwillt und schwillt weiter an. Jeder hat das Gefühl, das ist ein bisschen overdone in Deutschland mit den 700 so und so viel für unseren prachtvollen Staat. Aber was da jetzt geplant ist, das ist natürlich auch wieder schwierig. Deswegen kann man sagen, also was die CDU jetzt dagegen vorhat, Verfassungsklage, ist ja zunächst mal begründet, Peter Hane. Natürlich ist es begründet, aus deren Sicht vor allem, denn es geht um die Direktmandate, die auch sehr stark in Richtung CDU und CSU gehen. Und es geht ja auch um die magische 5%-Hürde. Das heißt, bisher war es ja so, wenn man 3 Direktmandate errungen hat, wie die Linkspartei zum Beispiel, aber die 5% bundesweit nicht erreicht hat, dass man trotzdem mit voller Bataillonsstärke in den Bundestag einziehen konnte. Das heißt also, hätte man der Linkspartei bei richtig demokratischen Wahlen in Berlin, die ja gescheitert sind und ja bewusst als Bundestagswahl auch nicht wiederholt worden sind, sondern nur als Landtagswahl, ein Mandat zum Beispiel abgenommen, wären die gar nicht im Bundestag. Dasselbe ist natürlich ganz schrill für die CSU. Kommt die unter 5%, dann kann sie noch so viel Direktmandate gewinnen. Sie käme nicht in den Bundestag. Aber das ist ja eine juristische Frage, die das Verfassungsgericht dann wunderbar entscheiden kann. Für mich ist aber das Entscheidende, also ich könnte an diesem heutigen Sonntag als Christ und Theologe natürlich ganz fröhlich sagen, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort und große Sünden straft er durch Vernichtung. Denn, und das möchte ich doch klar sagen, mit welchem moralischen Recht regt sich die CSU vor allem, aber auch die CDU Merz jetzt auf mit den Worten demokratiefeindlich, Verfälschung des Wählerwillens, Wahlbetrug. Das sind ja die Worte, die im Augenblick gesprochen werden. Seit 2017 sitzt die AfD mit einer großen Fraktion, inzwischen haben die ja in den Umfragen mehr als die Regierungspartei der Grünen, im Bundestag. Man muss weder für diese Partei sein, die Partei auch nicht zu wählen oder was. Als Journalist gucke ich ganz neutral auf die Szene und stelle fest, gerade CDU und CSU im Ältestenrat und durch ihre Bundestagspräsidenten Lammert und Schäuble haben der AfD die einfachsten parlamentarischen Rechte gestohlen. Das heißt, sie stellen von Anbeginn an keinen Parlamentsvizepräsidenten und was das Neue nach der letzten Wahl ist, sie kriegen auch keinen einzigen Ausschussvorsitzenden. Das heißt, wer andere um ihre parlamentarischen Rechte, natürlich sind es zum Teil verfassungsmäßig, das Verfassungsgericht hat ja darüber entschieden, Gewohnheitsrechte oder Rechte, die wir als legal, aber nicht unbedingt als legitim bezeichnen, aber sie werden ja bewusst vorenthalten. Und deswegen kann ich nur sagen, mein Mitleid hält sich absolut in Grenzen. Und ich kann nur hoffen, und Frank Wallich hat ja eben den Termin 8. Oktober in Bayern angesprochen, dass dafür auch die Quittung bezahlt wird. Ich muss ehrlich sagen, ich mache ja diesen Betrieb hier von Anbeginn an mit in Berlin seit 1999. Es ist einfach ungeheuerlich, wie 9 Millionen Stimmen einer nicht verbotenen Partei, die teilweise sogar aus CDU und CSU kommen, einfach negiert werden. Liebe Silke Schröder, ich glaube, dem können wir alle zustimmen. Auf der anderen Seite habe ich gestern von dem prachtvollen Harald Martenstein eine Kolumne gelesen. Da steht der Satz drin, das Ganze, und er meint eben diese neue Wahlrechtszurechtbastelei da, das Ganze sieht für mich aus wie der wahr gewordene Traum eines autoritären Regimes, das sich mit Hilfe von Tricks ein Parlament ohne allzu viel Opposition herbeizaubern will. Stimmen Sie dem zu? Ja, damit sind wir doch eigentlich gut in der Entwicklung, die wir auch sonst beobachten können. Also wir befinden uns da in einem Korridor der Zentralisierung und der findet dadurch jetzt durch diese Parlamentsreform für mein Dafürhalten auch Ausdruck. Ja, also dem würde ich auch zustimmen. Frank? Wir haben ja zur Zeit, 90 Jahre vorher gab es sowas, man darf ja die Vergleiche nicht machen. Ich erinnere trotzdem mal dran, es gab ein Ermächtigungsgesetz. Was wir hier haben mit diesem Gesetz, was mit der Ampelmehrheit im Grunde durchgewunken
vertreten wurde, das ist die Vernichtung von der Opposition. Die AfD ist sowas wie eine Opposition, die es gar nicht gibt. Die ignoriert man vollkommen. Und wenn ein Redner nach einem AfD-Redner kommt, sagt er immer wieder, jetzt haben gerade diese Rechtsextremen gesprochen, diese Faschisten, die sind gar nicht vorhanden. Also das ist auch noch nicht mal eine wirkliche Opposition. Die CDU wird ganz klein gemacht, CSU kann rausfallen, die Linke fällt raus, man hat eigentlich die Mehrheit zementiert. Jetzt kommt noch, was manche vielleicht überhört haben, die Bundestagspräsidentin, zweithöchste Amt in unserem Staat, sollte eigentlich neutral sein, sollte vermitteln, die hätte so ein Gesetz erst gar nicht zulassen dürfen, weil es gegen Parlamentsregeln ist. Und was sagte die? Die sagte also, das Gesetz geht noch nicht weit genug, ich schlage vor, das Wahlalter auf 16 herabzusetzen, hurra, dann haben wir die Demonstranten, die gestern oder in Berlin nochmal auf die Straße gegangen sind, und noch eine Quote bei den Parteien, Mann, Frau, wer immer sich als Frau gerade lesen möchte. Also hier haben wir auch eine Geschichte, die noch viel, viel weitergeht und die ernst gemeint ist. Wenn der Bundespräsident dieses Gesetz unterschreibt, dann kann man wirklich nur noch auf das Verfassungsgericht hoffen. Hier geht es um die Macht und die Ampel, die zementiert mit solchen Gesetzen ihre Macht. Und wir haben noch 2,5 Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl. Da ist noch alles Mögliche zu erwarten bis hin zur Bürgerräten. Also da ist einiges außer Rand und Band. Und noch nie hat eine Regierung in so kurzer Zeit so viel am Staatssystem, an dieser Staatsmaschine verändert und so viel den Bürgern an Zumutungen gegeben. Und die Bürger, gebe ich Peter Hane und Silke Schröder recht, die lassen sich das alles gefallen. Weil sie es auch gar nicht erfahren in dem nötigen Umfang. Also das, was wir hier besprechen. Ja, aber zur Wahrheit gehört auch, lieber Burkhard Müller-Ulrich, zur Wahrheit gehört aber auch, dass die CDU und CSU über Jahre und Jahrzehnte die Möglichkeit gehabt hätte, das Wahlrecht in anderer Weise, moderater Weise zu ändern, dass man eben weniger Abgeordnete hat. Also wenn man mit Lammert und Schäuble, die ja nun diese Truppe vertreten, die sich heute als Opposition bezeichnet, aber in meinen Augen gar keine ist, die fragte, dann haben sie unter 4 Augen immer gesagt, und Frank Wahrlich weiß das auch, also uns hier in Berlin, das ist nicht mehr praktizierbar, nicht mehr, also ein Parlament von der Größe von China und Nordkorea ist nur noch zur Akklamation da, aber nicht mehr zur Arbeit und zur Diskussion, weil das mit der Masse gar nicht geht. Sie haben immer wieder versucht, in Anführungszeichen, das Wahlrecht zu ändern. Und ich weiß, zum Schluss war einer der maßgeblichen Leute, die das verhindert hat, ein Mann wie Volker Kauder, also der Fraktionsvorsitzende CDU-CSU und der 150-prozentige Vasall von Angela Merkel. Der hat das verhindert aus Angst, man muss das fast schon biografisch sagen, selbst nicht mehr in den Bundestag zu kommen, weil ja gerade diese Überhangmandate und so weiter aus Baden-Württemberg kamen. Also die CDU-CSU hatten Gelegenheit, zusammen mit der FDP zum Beispiel das lange Zeit zu ändern, und sie haben es nicht getan. Hätte, hätte, Fahrradkette. Tja, jetzt müssen sie büßen. Silke Schröder. Ich würde aber gerne noch eine Frage in den Raum, in diese Runde stellen, weil ich das schon interessant finde, also genau wie bei dem vorherigen Thema, nämlich der Klimahysterie, die sich politisch auswirkt. Wenn wir das auf der internationalen Ebene betrachten, stellen wir nicht fest, wenn wir jetzt nach Frankreich gucken, mit der durchgedrückten Rentenreform, Israel mit der Justizreform, jetzt Deutschland mit der Parlamentsreform. Sehen wir nicht einen immer, auch auf internationaler Ebene, einen Trend hin zu mehr Zentralismus und einem immer übergriffigeren Staatswesen? Was denkt die Runde darüber? Pedane. Ja, das ist natürlich so. Das ist ganz klar. Jetzt sind wir dann im Bereich von Theorien, die man lieber nicht so nennt, wie sie eigentlich heißen, weil man dann ja abgeschaltet wird. Das ist natürlich alles in einem Zusammenhang zu sehen. Nur, man kann nicht in Deutschland gegen die Justizreform in Israel demonstrieren. Man kann nicht sich aufregen über die Pressezensur angebliche in Ungarn oder die furchtbare Gesetzgebung zu Gender und so weiter. Und was wir hier haben, ist doch genauso schlimm. Das Verfassungsgericht wird auch politisch besetzt, und damit es richtig funktioniert, werden die zum Abendessen eingeladen. Also das hat Herr Netanyahu in seinem Justizreformprogramm nicht. Auf der anderen Seite erleben wir aber,
dass es Regierungen und Regierungswechsel gibt, siehe Italien, wo es dann in eine andere Richtung geht. Und das Dritte ist, wir stehen ja jetzt nun morgen vor dem großen Generalstreik in Deutschland. Und da frage ich mich, wieso hat das eigentlich so lange gedauert? In Frankreich würden die Barrikaden schon längst brennen. Also die Bevölkerung in anderen Ländern wehrt sich viel eher. Wir leben noch in einer Beschaulichkeit, dass wir ganz erschrecken, wenn plötzlich ein Streik oder irgendwas ist und dann gar nicht merken, wie wir sukzessive, und Silke Schröder hat damit ja völlig recht, in eine immer größere Verstaatlichung hineinkommen, wo der Bürger selber kaum mehr was zu sagen hat. Und wer war Schutz und Schild des Bürgers, des Mittelstandes, des Handwerks und der freien Berufe? Das war mal die FDP und die CDU. Aus und vorbei. Habe ich da eben so was wie eine klammheimliche Freude an brennenden Barrikaden gehört, lieber Peter Hane? Brennend ist immer schön, weil das ja Energie spart. Also man kann die Straßenbeleuchtung nachts ausschalten, weil es ist ja auch am 1. Mai. Es wird ja idealisiert in Berlin. Ist aber nicht klimaneutral. Habeck will doch jetzt das Buschholz aus Namibia nach Deutschland holen. Also das Buschholz brennt vielleicht ein bisschen anders. Es gibt ja nichts Blödes, was diese Regierung nicht empfindet. Aber natürlich will ich keine brennenden Barrikaden im Sinne von, es geht gegen Menschen, gegen Polizei und das Menschenleben wird aufs Spiel gesetzt. Das machen ja sowieso andere Freunde, denn ich habe eine Meldung gefunden, das ist schon vom Januar, aber es hat mich sehr beeindruckt. Ich bin neulich in Berlin mit dem Taxi vom Flughafen reingefahren und dann sagte der Taxifahrer so halbwegs, gucken Sie mal links da. Und da standen Dutzende von ausgebrannten Lieferfahrzeugen. Da hat es eine Brandstiftung also wirklich von einem Ausmaß gegeben und es handelte sich um die Lieferwägen, ich glaube von Amazon oder so einem Internetdienst. Die wurden alle ja abgefackelt, ist ja immer das schöne saloppe Wort dazu, über Nacht. Ein Riesenfeuer auf dem Parkplatz. Da stehen die Fahrzeuge Skelette jetzt immer noch rum. Keiner weiß, was man damit anfangen soll. Mich hat gewundert, dass man auch kaum was gefunden hat in der Presse. Also diese eine kleine Meldung, die enthielt den Satz, die Polizei gehe zunächst nicht von einer politischen Tat aus. Ja, Frank, du lachst. Ja, die Polizei geht immer von einer nicht politischen Tat aus, aber sagt, der Staatsschutz ermittelt. Und in Berlin brennen natürlich jede Menge Autos. Und es gibt auch Bekennerschreiben, die dann auf einem Internetblog wie Indie Media, da eigentlich verboten ist, dann auftauchen. Und da brüsten sich die Leute. Und das sind Linke, aber radikal Linke, die kurz davor sind, nicht nur Autos anzuzünden, sondern für ihre krude Sache Feuer und Flamme zu sein. Aber wir erleben eigentlich immer nur, dass die Gefahr von ganz rechts kommt und dass die Rechte Straftaten zunehmen und man denkt, Himmel, Herrgott, also in Berlin sehe ich das nicht, in Leipzig sehe ich das nicht, an der südlichen Bergstraße, wo ich herkomme, in Hessen, erlebe ich das nicht, sondern da ist die Gewalt wo völlig anders. Es ist möglich, offenbar sowas wie ein Popanz, hätte man da früher gesagt, aufzubauen, aber die Leute fürchten sich vor diesem Popanz und sehen das Eigentliche nicht, nämlich eine extreme Linke, die zum Teil, wie die Seenotretter, staatlich finanziert wird und durch ein Demokratiefördergesetz, heißt das, glaube ich, aus dem Innen- und Familienministerium, auch noch weiter mit Geld bezahlt werden. Das sind im Grunde Arbeitsplätze, gut bezahlte Arbeitsplätze für dieses nicht produktiv sein könnende akademische Prekariat. Die werden versorgt. Kampf für Demokratie, das heißt im Grunde Kampf für ihre eigenen linken Positionen. Und keiner straft die ab, keiner empört. Aber Sie reden sich jetzt um Kopf und Kragen, lieber Frank Wahrlich. Ja, hatten wir nicht erst vor wenigen Stunden wieder eine Razzia gegen die größte Gefahr, wie der CDU-Ministerpräsident von Hessen gesagt hat, die größte gegenwärtige Gefahr sind die Reichsbürger. Und da ist ja sogar ein Polizist verletzt worden, also Betonung liegt auf eins. Das ist mir zwar auch schon zu viel, aber das regelmäßig, und Sie haben ja völlig recht, in Berlin gestern wieder eine Messerstecherei, vorgestern zwei Messerstechereien. Das sind ja die einzigen, die überhaupt bekannt werden. Allein in Berlin. Kein Schwein kümmert sich darum. Niemand schreit auf. Wir haben völlig die Maßstäbe verloren und das ist natürlich eine Durchideologisierung unserer Gesellschaft. Und jetzt sehen wir doch auch bei Gender und allem, es fängt im Kindergarten an, es geht über die Grundschule. Die Krönung sind dann die sogenannten Universitäten, die uns das Bildungsprekariat in die Regierungen und Parlamente schicken. Es ist ja nicht mehr zum Aushalten.
Bleiben wir noch einen Augenblick in der deutschen Hauptstadt. Es tut mir leid, liebe Hörer in der Schweiz und in Österreich. Das ist heute zufallsbedingt eine Berliner Runde. Aber wenn wir schon dabei sind, müssen wir auch über das neue Kanzleramt sprechen. Und Silke Schröder ist ja im Immobilienbereich kundig. Das Haus ist relativ teuer und wird noch teurer. Ist es das wert? Natürlich ist es das nicht wert, das wissen wir, glaube ich, auch alle. Aber das Kanzleramt und dieser Erweiterungsbau, der schon vor vielen Jahren beschlossen wurde, ist einfach ein Symbol einer vollkommen Maß und Mitte verloren habenden Politik. Es ist ein Elitendenkmal, was dort errichtet werden soll, was ja auch kapazitätsmäßig alles sprengt, was wir in der westlichen Welt sonst an Regierungssitzen sehen. Und insofern ist es manifestierter Größenwahn, der da in Zement gegossen werden soll. Und ich finde es zumindest erfreulich, dass es darüber eine mediale Debatte gibt. Ich glaube, die Bevölkerung interessiert sich jetzt nicht so ganz im Detail dafür, weil es sie persönlich erstmal nicht betrifft, auch wenn es mit ihren Steuergeldern gebaut werden soll. Ich finde es zumindest mal erfreulich, dass wir medial ein bisschen Debatte darüber erleben, weil es hier wirklich um ein völlig entfesseltes Selbstverständnis geht. Nicht nur was die Quadratmeter, die dort verbaut werden sollen, angeht, sondern auch die personellen Kapazitäten, die darin Platz finden sollen. Und das ist ja unter Angela Merkel angefangen und Olaf Scholz hat es jetzt nochmal auf die Spitze getrieben. Also ich weiß gar nicht, was jetzt der letzte Stand ist der zusätzlichen Kapazitäten, die da angeblich alternativlos unbedingt noch untergebracht werden müssen. Aber ich glaube, wir wissen alle, das hat mit reellem Kapazitätsbedarf nichts mehr zu tun. Peter Hane. Es ist gut, liebe Silke Schröder, dass Sie noch am Rand zum Schluss den eigentlichen Namen erwähnt haben. Also der Größenwahn hat ja einen Namen und der heißt weder Olaf Scholz noch wer weiß wer, sondern das ist Angela Merkel. Frank Wahrlich war ja selber mit dabei. Wir haben doch exklusiv durch die beiden Kanzleramtsminister damals, Peter Altmaier und dann Helge Braun, das Modell präsentiert bekommen. Und das war ja mit stolz geschwellter Brust. Also die gesamte Berliner Mitte wird jetzt gebaut, umweltfreundlich natürlich, mit Parks und die Spree fließt da durch. Dann gibt es eine Küche und alles. Und vor allem, es gibt auch eine Kita. Nur es hat sich gar keiner gewundert, die Kita hat nur 15 Plätze. Das heißt, man erwartet schon gar nicht, dass im Kanzleramt jemand arbeitet, der Kinder hat. Die gesamte Umgebung von Angela Merkel war ja kinderlos. Sie konnten die Kinder ja mit der Lupe suchen. Das heißt, hier machen ja auch Leute Politik, als gäbe es nur Peter Hanes, die keine Kinder haben. Das ist alles ein Unding. Aber dieser Größenwahn wurde auch wieder von CDU und CSU präsentiert mit stolz geschwellter Brust. Und jetzt haben wir ja eine ganz tolle Situation. Jetzt stellt man diesen Bau, 800 Millionen, wird ja immer teurer, auf den Prüfstand. Und prüfen tut das nach deutschem Recht der Haushaltsausschuss. So, Herr Braun hat also als letztes, als Kanzleramtsminister, diese Gigantonomie präsentiert. Und raten Sie mal, wer jetzt der Vorsitzende des Haushaltsausschusses ist. Derselbe Helge Braun. Es ist also wie bei Corona. Man kontrolliert sich selbst. Und da sind wir ja wieder, und Frank Wahrlich hat es ja auch angesprochen, bei diesem Grundproblem, dass unsere Demokratie sich klammheimlich auflöst. Und die wenige Kontrolle, die es überhaupt noch gibt, findet von den eigentlich anzuklagenden Personen selbst statt. Und der Witz ist ja, dass derselbe Finanzminister Lindner, der sich jetzt zur Speerspitze, wahrscheinlich zur Rettung der 5%-Grenze seiner FDP, zum größten Gegner dieses neuen Kanzleramtes macht, baut gerade mal sein Finanzministerium um für 322 Millionen Euro. Das heißt, das ist die Hälfte von dem, was das neue Kanzleramt kosten soll. Dagegen ist in Relation also das Kanzleramt noch billig. Aber kein Mensch berichtet darüber, dass man einfach mal wach wird und sagt, mit welchem moralischen Recht treten eigentlich sogenannte Oppositionelle auf, und die FDP ist ja nun die selbstgespielte Opposition der jetzigen Ampelregierung, die machen es selber doch noch viel, viel schlimmer.
Und wer hat das neue Finanzministerium angeschoben? Das war der damalige Finanzminister, nicht Christian Lindner, sondern der Finanzminister hieß Olaf Scholz. Im Grunde muss Lindner mit seinem Finanzgeld das Bauwerk von Olaf Scholz machen. Und sollte es in Kritik kommen, kommt der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, der ehemalige Kanzleramtsminister, und sagt, das ist eine gute Investition. So, jetzt haben wir also uns einmal um 360 Grad gedreht und je öfter wir das tun, desto schwindlicher wird uns. Aber das gibt übrigens Gelegenheit, einmal einen kurzen Blick nach Österreich zu werfen, wo ja doch der Präsident sich jetzt gezwungen sah, einer ganz unliebsamen Koalition aus ÖVP und FPÖ zuzustimmen, wenngleich nur auf Ebene des Landes Niederösterreich. Aber immerhin, das Volk, der große Lümmel, hatte da sein Wort gesprochen und am Wahlergebnis gab es nichts zu deuteln. Die FPÖ, die ja ungefähr der AfD in Deutschland gleichgesetzt werden, also das sind die ganz Bösen in der österreichischen Politik, die sind jetzt dort mit an der Regierung. Und was macht der Bundespräsident? Er benutzt die Gelegenheit, die eine sehr formale ist. Auf Österreichisch heißt das die Angelobung, ja, also die Vereidigung der Landeshauptfrau, benutzt diese Gelegenheit, um Statements abzugeben. Ich weiß nicht, haben Sie es verfolgt, Peter Hane? Das ging schon ein bisschen über das hinaus, was man von einem Präsidenten aller Österreicher erwarten darf. Naja, nun ist der Herr van der Bellen auch nicht mehr der Jüngste. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Biden. Nun hat er wenigstens einen Teleprompter und kann ablesen und fantasiert da nicht frei rum. Ich möchte das mal hören, wenn der einmal frei spricht. Er macht ja auch keine Pressekonferenzen deshalb. Wir hatten in Deutschland ja auch mal Heinrich Lübke. Der hatte zum Schluss, was einem leid tat, das war Demenz. Also er hätte eigentlich längst zurücktreten müssen, um sich einen Gefallen zu tun. Aber damit will ich nur sagen, das mag jetzt der eine für Altersweisheit halten, aber der auch andere für Altersirrsinn, Starrsinn. Sein Hauptziel, und das ist natürlich, er ist Grüner durch und durch, es hat ja mit Neutralität nichts zu tun, war immer der Kampf gegen die FPÖ und alles, was irgendwie rechts ist. Und er hat ja alles Grüne immer unterstützt. Die Angelobung musste natürlich sein, denn die Frau Mikl-Leitner ist ja dann demokratisch, wenn auch nur mit sehr wenigen Stimmen, im Parlament gewählt worden als Landeshauptfrau. Aber er hat nun ganz klar gesagt, dass er von dieser Art von Koalition, nämlich ÖVP und FPÖ, überhaupt nichts hält. Und nun seine Aufgabe auch darin sieht, dass zu bekämpfen, also dass das auch noch nach Wien kommt für die Gesamtregierung. Ich bin oft genug in Österreich und meine Freunde, die ich da habe und viele, die auch gar nicht die ÖVP oder FPÖ wählen, auch Sozialdemokraten, sagen, das geht nicht. Aber auch da muss man immer ganz schlicht sagen, ist es denn bei uns anders? Ist denn der Bundespräsident, den wir gegenwärtig haben, der als ehemaliger Parteistratege in alles verwoben ist, bis zum Schluss hinein, dass Kinderschänder, die im Bundestag sitzen, geschützt wurden, dass die Hand drüber gehalten wurde. Ich sage Stichwort Edati. Das ist für mich das Allerschlimmste überhaupt. Aber was die Ukraine angeht und alles, dieser Mann hat gesagt, der Spaziergang hat seine Unschuld verloren. Für so harmlose Corona-Demonstranten. Also andere wünschten sich ja so harmlose Demonstranten, die ganz still mit einem Plakat und einer Kerze in der Hand vielleicht durch die Stadt gehen. Das ist alles unglaublich. Das heißt, wir sind, und das ist das Schlimme, im totale Zerstörung demokratischer Institutionen. Das Amt des Bundespräsidenten, sowohl in Österreich als auch in Deutschland oder auch der Schweiz, war immer etwas, ja, wie soll ich sagen, es war ja auch in gewisser Weise unantastbar und es war unanständig, es ist ja sogar verboten in bestimmter Weise, aber es war unanständig, hier zu kritisieren und die Medien haben sich auch immer zurückgehalten. Jetzt merken wir, dass alles durchpolitisiert und vor allem ideologisiert ist. Ich nehme das nochmal auf mit der Zerstörung der demokratischen Institutionen. Komm nochmal zurück zu diesem Wahlrechtsvorhaben, über das wir schon gesprochen haben. Und Frank Wahrlich hatte es, glaube ich, kurz gestreift, dass da noch ein paar Knallbonbons mit drin versteckt sind, unter anderem die Herabsetzung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre. Das ändert natürlich die ganze Landschaft fundamental. Und ein zweites, die Listen von Parteien sollen gequotet werden. Also Frauen, Männer, Parität, solche Ideen,
die ja auf Landesebene von den Verfassungsgerichtshöfen bereits verworfen wurden. Wie kommt man auf die Idee, eine Sache, die von mehreren Landesverfassungsgerichten als Unrecht erklärt wurde, jetzt in ein Gesetzesvorhaben zu gießen? Silke Schröder. Naja, weil es in die ideologische Linie passt, würde ich sagen. Das ist so banal, wie es dann doch wahrscheinlich richtig ist. Also wir haben ja bei der Herabsetzung des Wahlrechts nicht nur gesehen, wie das bei den Landtagswahlen schon erfolgreich in Anführungsstrichen angewandt wird, sondern wir haben ja jetzt auch gerade in Berlin gesehen, dass hier in den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD das einer der Punkte war, mit denen sich die CDU gleich direkt einverstanden erklären konnte. Also insofern sehen wir, dass das als zukünftiges Mittel zur Zementierung linker Mehrheiten von allen geduldet zu sein scheint und so ein bisschen alternativlos propagiert wird wie die Rettung des Weltklimas. Also es scheint irgendwie eine Entwicklung zu sein, um die wir nicht wirklich mehr herumkommen werden. Vielleicht passt da ein griechischer Begriff drauf, das ist Hybris. Naja, das sind alles Ansinnen, die nicht funktionieren können, aber die man gerne hätte. Und in ihrer Hybris merken die nicht, wie die eher am Kippen sind. Und da kann man wirklich nur Nietzsche zitieren, das, was am Kippen ist und am Stürzen sein könnte, tritt es einfach um, damit es viel schneller fällt. Und ich glaube, diese im Augenblick herrschenden und herrschen wollenden, die merken gar nicht, wie sie sich in ihrer Hybris verstricken und wie das alles schiefgehen wird. Es gehört natürlich zu den Freuden des Mächtigseins, dass man sich irgendwie in die Geschichte einschreibt. Und schon immer haben, glaube ich, Abgeordnete das Gefühl gehabt, dass das Grundgesetz in Deutschland auch so eine Art Gästebuch ist. Daher immer diese vielen Vorschläge für Änderungen, Tierrechte, die Kunstförderung sollte auch zum Grundrecht erklärt werden. Das waren ja alles relativ harmlose Sachen, könnte man sagen, im Vergleich zu dem, was jetzt läuft. Und angesichts dieser totalen Umkrempelung komme ich nochmal zurück auf das schon ganz zu Anfang erwähnte Selbstbestimmungsgesetz. Denn das ist natürlich jetzt schon der Hammer, den manche haben kommen sehen. Es ist eine konsequente Fortentwicklung eines Zerfalls, sage ich mal, von allem gesunden Menschenverstand. Also es reicht jetzt, aufs Amt zu gehen, also wenn das durchkommt, wenn dieses Selbstbestimmungsgesetz, wie es von der Ampelkoalition geplant ist, durchkommt, dann reicht es, wenn man statt Mann Frau sein möchte, einfach aufs Amt zu gehen und zu sagen, ich ändere jetzt meinen Namen, tragen Sie das mal so ein. Bisher musste man ja bei diesem Prozess immerhin noch ein paar ärztliche Atteste vorlegen und das wurde irgendwie geprüft, aber das scheint ja jetzt unzumutbar zu sein, dass irgendjemand anderes darüber noch zu bestimmen hat und sei es medizinisch. Peter Hane, wo kommen wir denn hin, wenn wir diese Freiheit der Geschlechtszuschreibung tatsächlich so praktizieren? Also das ist ja fast schon schriftstellerische Fantasie gefragt, um sich das ein bisschen auszumalen. Ja, aber das wird jetzt alles so übertrieben, dass irgendwann der normale Mensch, und davon gibt es ja nur noch Millionen und Abermillionen, sich sagt, also jetzt sind sie nun endgültig verrückt geworden und jetzt muss man dem Spuk ein Ende bereiten. Es fing ja schon an mit der Änderung des Namensrechts. Auch da hat die CDU völlig geschlafen, weil sie nicht erkannt hat, dass das bereits den Hebel ansetzt. Nur das ist ja schon lange her. Im Endeffekt haben sie heute Familien, wo man nicht mehr erkennen kann, dass die zusammengehören, weil alle andere Namen tragen. Dann diese entsetzlichen Doppelnamen. Es gibt ja sogar Dreifachnamen. Und hier die Waffenhändlerin von der FDP, die hat ja sogar einen Vierfachnamen. Also es ist alles so furchtbar. Und jetzt kann man ja sogar seinen Namen selber zusammensetzen. Also das ist alles unfassbar. Und diese Geschlechterzuordnung, also da kann man jetzt ja im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Anfang unserer Sendung sagen, wir sind auf den Hund gekommen. Also was man bei Hunden jetzt durchführt, die Absurdität, soll jetzt auf Menschen übertragen werden. Denn da gibt es das ja jetzt nun schon. Also ich glaube, durch die Übertreibung dieser ganzen Dinge merkt man plötzlich, wir sind auf der Reise nach Absurdistan. Nur
Wo sind die Gegner? Wer traut sich, ganz klar dem zu widersprechen? Das ist eine selbst lesbisch lebende, in familiärer Zusammengehörigkeit mit zwei Kindern, eine Frau wie Alice Weidel. Die sagt, das ist alles völliger Blödsinn. Von der CDU kann man sowas aber kaum hören, geschweige denn von der CSU außerhalb des Wahlkampfes. Und das ist, glaube ich, das Schlimme. Also dieses Doppelnamen-Bashing von Peter Hane, das überhöre ich jetzt mal geflissentlich. Aber ich oute mich bei der Gelegenheit als ein Fan eines Phänomens, das mir bis anhin überhaupt nicht bekannt war, das aber auch von der Ampelregierung zugelassen werden soll, nämlich das Mashing. Das Mashing bedeutet, dass solche Typen wie Müller-Ulrich sich dann einfach Müllrich nennen dürfen. Also die können da sich einen Namen zusammenbasteln. Finde ich sehr schick, finde ich sehr freiheitlich und vor allem sehr kreativ. Silke, möchtest du einfach, um kreativ zu sein, vielleicht mal ein paar Tage als Mann leben? Denn es gibt einen himmelschreienden Aspekt der Ungerechtigkeit in dem Ganzen. Man muss bis jetzt jedenfalls ein Jahr warten, wenn man diesen Wechsel vollzogen hat, um wieder zurückzuwechseln. Ich finde, das geht nicht. Eigentlich ist es doch eine ganz schöne Möglichkeit. Dann können wir demnächst einmal im Jahr, so wie wir Ostern und Weihnachten feiern, den Tag der Namensänderung feiern. Das birgt ja ein unendlich kreatives Potenzial, aus dem wir dann alle schöpfen können. Und dann kann auch eigentlich niemand mehr nachverfolgt werden, weil wir unsere Namen so häufig wechseln, dass unsere Identität und nicht nur unser Geschlecht darüber hinausgehend auch völlig fluide wird. Bei dem, was jetzt gerade in der Runde angesprochen wurde, musste ich übrigens den geistigen Bogen machen zu dem, was wir gerade in der Bankenlandschaft am Beispiel Credit Suisse und Silicon Valley Bank sehen, weil auch da das Thema der ideologischen Übertreibung und Überformung ihren Tribut gezollt hat. Also wenn wir überlegen, dass bei der Silicon Valley Bank es ja unter anderem die Leiterin des Risk Managements gab, die sich mehr mit LGBTQ-Programmen beschäftigt hat als mit ihrer eigenen Arbeit, dann haben wir auch sehen dürfen, dass da die Kraft des Faktischen, und Peter Hane fragte ja gerade danach, wer die Gegner dieses Wahnsinns sind. Also für mein Empfinden ist die Kraft des Faktischen der größte Gegner der ideologischen Übertreibung, der dann am Ende des Tages uns doch immer aufzeigt, wie es in der Welt wirklich funktioniert. Und ich finde gerade bei diesen Beispielen im Bankenwesen oder jetzt auch bei dem verrückten Vorschlag der Grünen zum Thema Mashing und den Namenskombinationen, die dabei rauskommen können, sieht man doch, dass wir kurz vor der Endstufe stehen. Und das sollte uns eigentlich eher Hoffnung als Angst machen, wie ich finde. Jetzt wollte ich eigentlich als Pointe Frank noch fragen, ob er seine weiblichen Anteile auch noch zutage bringen will. Aber es gibt mir doch Anlass, noch einmal ganz ernst und zum Schluss zu fragen, wenn die Kraft des Faktischen eine solche Rolle spielt, dann müsste doch zumindest in der, sagen wir mal, CDU, jeder, der noch irgendwie an die Zukunft der Partei und an seine eigene Zukunft denkt, zu dem Ergebnis kommen, wir halten das nicht mehr lange durch. Wir sollten die Fühlerchen in Richtung AfD mal ausstrecken, denn die Kraft des Faktischen sagt uns, es wird so kommen. Es ist nicht sicher, ob es dieses Jahr oder erst im nächsten oder vielleicht erst in 4 Jahren so kommt. Aber es wird so kommen, oder? Sehe ich das falsch, Frank? Ja, es wird so kommen, und es gibt ja auch auf Kreisebene, Landesebene, auf kommunaler Ebene gibt's ja auch gemeinsame Abstimmungen, gemeinsame Vorhaben. Im Bundestag merkt man auch, wenn man sich mit AfD-Abgeordneten unterhält, dass die sagen, die sind nicht mehr inoffiziell so garstig zu uns. Wir haben Kontakt miteinander. Natürlich kann man das nicht lange durchhalten. Spätestens nach der Wahl in Bayern und Hessen wird es zu einer Änderung kommen, weil man wird sehen, dass einfach die Zustimmung zu den Positionen von AfD, die ja durchaus vernünftig sind in vielen Bereichen, dass die wachsen wird. Und dann kann man zwar versuchen, das zu ignorieren, aber das wirkt lächerlich, unpraktikabel. Nur wenn die erste Partei, also eine Union vielleicht auf Landesebene, sagt, wir schließen die nicht mehr völlig aus, dann wird es auch im Bundestag eine Änderung geben und dann sind Koalitionen möglich. Dann werden wir sehen, dass so ein Bundestag ein ziemlicher Hühnerhaufen wird, weil die Brandmauer wird nicht ewig stehen bleiben können. Peter Hane? Ich prognostiziere das schon mal terminlich fast. Ich glaube, dass das nach der nächsten Wahl in Thüringen
so sein wird. Herr Kemmerich hat ja jetzt vor ein paar Tagen dieses Signal offiziell ausgesendet. Kann das alles, was aus Südafrika durch die große Weltenkanzlerin zum Stoppen gebracht worden ist, und so viel zur Demokratie, also wenn die CDU sich als Vertreterin der Demokratie beim Wahlrecht versteht und per Anweisung eine demokratische Wahl rückgängig macht, da platzt mir zum Schluss ja nochmal der Kragen. Aber Thüringen wäre eine realistische Chance. Dort sind die Menschen eben auch anders gepolt. Die lassen sich aus Berlin nichts mehr sagen. Das haben sie bei Adolf erlebt, das haben sie bei Erich erlebt. Das wollen sie jetzt weder bei Olaf noch bei Friedrich das zweite Mal oder dritte Mal erleben. Das heißt, es gibt sicherlich eine realistische Chance zu dem, was Frank Wahrlich gesagt hat. Das ist in einem östlichen Land. Das könnte Sachsen sein, aber ich glaube eher in Thüringen. Und dann werden die Karten sowieso neu gemischt. Silke Schröder hat das Schlusswort. Ich würde gerne mit der Referenz der Kraft des Faktischen schließen, weil ich glaube wirklich ganz fest daran, das habe ich diese Woche noch gedacht, als Armin Laschet auf einmal zum Thema der Impfnebenwirkungen verlauten ließ, man müsste mehr Respekt vor denen haben, die nicht die Mehrheitsmeinung vertreten. Da habe ich gedacht, das sind doch wunderbare Worte und das aus der CDU. Herrlich, ein Hoffnungsschimmer. Das war die Sonntagsrunde im Kontrafunk am 26. März 2023. Ganz herzlichen Dank, Silke Schröder, Peter Hane und Frank Wahrlich. Danke auch Ihnen, liebe Hörer, für Ihr Interesse. Und ich weise auf eine der vielen unvergleichlichen Sendeformen im deutschsprachigen Radio hin, die Sie bei uns heute Abend wieder hören können, nämlich Andreas Thiel mit Jojo Gaga. Gute Unterhaltung dann und jetzt allen einen schönen Tag.